Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies. Ich spiele heute den Standard. Verdammt, den Standard-Fußsoldaten. Und ich wollte den da gerade killen. Egal, ich bin Standard-Fußsoldaten, der sich gewünscht wurde von Showpie und Yamato Reynosa hat ihm Zuspruch gegeben. Daher spiele ich den heute. Letztes Mal vorm zweiten Teil natürlich. Ich würde sie natürlich auch noch im nächsten Teil geben, weil da gibt es die Standardklasse natürlich auch. Kannst du mal einen Buckel runterrutschen? Na, auf Wiedersehen. Haha, durch meinen Rauch gestorben. Gifterbsen-Heini. Das sagt schon alles aus. So, jedenfalls. Ja, letztes Mal vor dem zweiten Teil, wenn wir den Kollegen hier mal spielen. Es klingt gerade mein Handy. Also egal, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Dann klingelt es halt. Ihr kennt ja meinen Klingelton, denke ich mal. Es ist der Tetris-Soundtrack. Ja, das ist halt immer schlecht, wenn du angerufen wirst, wenn du gerade am Aufnehmen bist. Aber das ist jetzt egal, weil mein Handy liegt da hinten. Wisst ihr, ich kann da jetzt nicht hin. Muss das laden. Ich habe das in der Nachtschicht zu viel benutzt. Ja, ich habe Nachtschicht die Woche. Dann ein bisschen Scheiße und so. Was willst du da machen? Was war jetzt dein Plan, mein Lieber? Was sollte das jetzt gerade? Ah, egal. Was soll's? Ich sagen, wir machen jetzt nochmal einen Kill mit der. Mit der Rockade. Wo wir es können. Und Kill mit der Rockade. Erstmal da die Sonnenblume vielleicht mal wegknallen. Diesen Heini mit seinem scheiß Gifterbsenwerfer da, krass, das war jetzt knapp, muss ich zugeben. Irgendwo da ist diese blöde. Ach, da war sie. Mensch. Wo ist sie? Ah, da ist sie. Schade, die wollte ich eigentlich gerade killen. Hätte ich ja Bock zu gehabt. So, ich bin jetzt am Arsch. Ich muss mal gerade was hier tun. Hol ich einen Sackzombie. Ich bin bekloppt. Egal, was soll's. Oh, Alter, den Glück hat er daneben geschossen, ey. Der mich getroffen, wäre ich down gewesen. Aber auf jeden, Alter. Den habe ich gesehen vorher. Den habe ich vorher gesehen, den guten. Oh, Alter, die trifft mich ja von hier. Holy shit. Bin ich denn doof? Ich höre doch hier irgendwo einen Schnapper. Ich höre hier irgendwo einen Schnapper. Dachte ich gerade. Naja. Ob der Junge ist neu im Game, den ich jetzt gerade schon wieder getötet habe, kann das sein? Eigentlich nicht. 41. Komisch. Nice. Ganz voll erwischt. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das läuft ja ganz ordentlich hier. So, den Kill habe ich hier mal abgesnackt. Dankeschön. An der Stelle. Für den fabelhaften Kill. So, wir holen wieder hier was Dingensen. Was zum Angreifen. Ja, natürlich. Klar doch, natürlich, aber natürlich. Wo ist der Schnapper hin? Hier war noch ein Schnapper gerade. Also. Standard-Schnapper. Ich bin doch nicht doof gewesen. Ich habe gesagt, irgendwo muss der doch sein. Irgendwo musste er sein. Ist denn da jetzt gerade gestorben? Okay, keine Ahnung, wieso der gestorben ist. Nix da, nicht mit der Drohne. Nicht bei mir, mein Lieber. Nice. Selber Vorarbeit geleistet mit meinen Raketen und dann auch umgenietet. Das ist nicht schlecht gewesen. Würde ich behaupten. Wir jumpen mal hier hoch gerade. Ich bin auf diesen Gifterbsen-Heini. Upsala. Keine Munition mehr. Keine Munition. Mich, der trifft mich halt nicht. Alle nur Erbsen, ne? Guck dir das mal an.
Ich glaube, da ist ein oder zwei Spieler, die keine Erbse spielen, glaube ich. Geh mal da weg. Was ist ein Heini, der schießt mit seiner scheiß Gifterbse? Pfosten. Ja, schade, nicht mehr gekriegt, ey. Schade. Nee, wirklich, das ist, manchmal echt schlimm. Die Leute trauen sich nicht, mal andere Klassen zu spielen. Viele setzen nur auf Aggro, auf Damage, sofortigen Schaden. Und das ist halt P-Shot, ne? Oh, hallo. So, die müssen ja da nicht stehen. Bist du wieder genau wie der? Der Typ ist wieder das beste Beispiel für so einen Hohlkopf-PVZ-Spieler, weißt du? Na, ich setze halt voll auf Schaden. Ich setze halt voll auf Noobigkeit. Ich setze jetzt voll darauf, dass ich die Gifterbse zocke und so weiter. Weißt du, das ist so ein Standard-PVZ-Zocker, weißt du? So, das ist einfach, wenn man so lange zockt wie ich, dann kann man die Leute so ein bisschen auseinanderhalten, so nach einer Zeit. Ist einfach so. Ja, es gibt solche und es gibt solche Spieler. Es gibt halt Spieler, die halt eher darauf gehen, nur die besten Klassen immer zu spielen, weil sie es mit anderen Klassen nicht gerissen kriegen, was zu killen. Und dann frustriert sind wahrscheinlich, sich dann immer nur die besten Klassen raussuchen. Hey, ich spiele alles. Mir ist egal, weißt du, ich spiele alles. Mir ist halt echt relativ egal. Ich glaube, es gibt halt Leute, die halt wirklich nur auf sowas immer abzielen. Ja, finde ich halt relativ schade. Da kommt jetzt einer hoch. Ist doch alle, warte mal gerade. Ich bin die. Ah, da, guck mal da. Eine Sonnenblume. Ja, wenigstens spielt mal jemand sowas auch mal. Muss ja auch mal sein. Naja, ich finde das immer ein bisschen lame, so wenn immer. Oh, wenn immer dasselbe gespielt wird. Das ist halt ein bisschen langweilig, weißt du? Oh, ich wollte gerade sagen, das könnte ich verlieren, wenn ich Pech habe. Wow. Von wo kam das denn jetzt? Ach, guck mal, von da. Hab ich gesehen. Mensch, was haben wir denn da oben? Zack. Ich habe das Gefühl, I'm under spectating, glaube ich. Ich glaube, I'm under spectating. So ein bisschen. Warte kurz, hier warten, bis wir ein bisschen wieder hochgereckt sind. Kurz gucken. Zack. Den räumen wir noch weg. Machen wir da Rauch hin. Ja, die Leute es nicht richtig ausnutzen, den Rauch, den wir da schmeißen. Ja, theoretisch musst du eigentlich nur in den Rauch eine Bohne reinschmeißen. Und dann, ja, kannst du eigentlich relativ gut abräumen als Erbsenspieler. Ah, ich hätte 19er Serie, what the fuck? Ich hab drauf geachtet jetzt gerade. Ja, guck mal da, ist doch ein Schnapper. Nein, hab mir das selber versaut, die Hure. Ein mieses Stück. Schade, 20er Serie geschafft, dann bin ich gestorben. Schade! Ich habe da aber gar nicht drauf geachtet gerade. Ich habe einfach nur gezockt, wisst ihr? Also manchmal ist es auch einfach so, da zockst du einfach auch nur, dann fällt auf einmal auf, hey, das ist eine Serie, what the fuck? Weil du das halt nicht drauf anlegst, auch zu sterben, wisst ihr? Also das passiert mir relativ häufig, um ehrlich zu sein. Da spiele ich einfach nur, dann lege ich es einfach mal so nicht drauf an, zu sterben und ziehe mich relativ schnell zurück. Also spiele halt sehr schnell die Pussy und so, würden jetzt einige sagen. Ja, und dann schaffe ich auf einmal eine ganz gute Serie, so. Es ist einfach wirklich Zufall manchmal. Was ist denn mit dir los? Problem oder was? Oh, Leute, ist mir gerade in den Schuss gesprungen. Das war natürlich jetzt scheiße für ihn, ne? Muss man ja mal sagen. Und was ist mit dem los? Irgendwie ist der total langsam, der Kollege. Bewegt sich einfach null. Er bewegt sich null, wenn ich auf ihn schieße. Komisch. Komisch. Ja, oh, toll. Ah, das war sicher. Da musst du den Sprung wirklich genau abpassen, damit du da was reißt. Also, damit du wirklich genau den Sprung auch schaffst, den du versuchen willst. Nice. Der Sprung ist nicht so einfach. Ein Mann mit Hut. Sei auf der Hut. Ey, Mann, was ist das denn? Hab mir mit den Kill geklaut. Das ist schon fies, ey. So, ich wette, es ist wieder irgendjemand oben auf dem Sombrero drauf, wie immer. Es ist so schlimm mit dieser Klasse, ohne Witz. Es ist einfach nur sowas von schlimm mit dieser Scheißklasse.
Tja, ich war neben dir, mein Lieber. Fuck! An dem Moment ist der weggegangen, der Drecksack. Okay, ich ziehe mich mal zurück, weil der Gifterbsen jetzt von da hinten auf mich schießt. Und das könnte ich verlieren. Weil ich eigentlich hatte keine Chance, gegen irgendwas zu schießen. Er hätte mich eigentlich nicht treffen können. Na egal, trotzdem habe ich mal den Rückzug angetreten. Einfach mal so. Ich würde auch nicht immer nur mit dem aufgeladenen Schuss rumlaufen, weil du dann... Das Problem ist, wenn du mit dem aufgeladenen Schuss nur rumläufst, das habe ich bei mir auch öfter gemerkt, dann willst du ja darauf zielen, dass der Schuss auch direkt beim ersten Mal trifft. Und dann lässt du dir meistens gefühlt eine Sekunde länger Zeit, um zu treffen. Und dann kann es sein, dass du stirbst, wie gerade der Kollege. Das war einfach scheiße. Es ist so noobig, einfach wie er einfach nur hier reinschießt, weißt du? Das ist so lächerlich, wie er einfach nur hier reinschießt und dann so viel Schaden verursacht. Das ist einfach der Oberwitz des Tages, ey. Ohne Scheiß. Das sind jetzt schon zwei von denen. Dass er nicht gestorben ist, ey. Das finde ich relativ schade jetzt. Sechs Life. Kurz abhauen. Einer, der wegrennt, hat nie viel Leben. Das weiß man natürlich. Ich habe schon oft erzählt. Gucken, hoffentlich legt es dieser Zombie jetzt gerade mal drauf an mich zahlen. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Er läuft lieber vorne in den Tod. Und halt lieber, was hält er denn da gerade? Er hat einen anderen billigen kleinen Zombie. Ist das behindert? Wo läuft er denn jetzt schon wieder hin? Boah, Popcat, bitte ändert's, ey. Das gibt mir so einen Zeiger, wenn ich einen Halszombie beschwöre, dass der bitte auch mich heilt, Alter. Das ist ja wohl echt ein Scherz, ey. Nehmen wir gerade ein mit denen hier. Aufpassen. Ja, was willst du machen? So ein kruppigen Noob da hast, der nur auf dem Boden ballert. Es ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich, diese Leute. Es ist, ich verliere gegen Vollpfosten, die einfach nichts drauf haben, weil sie eine scheiß Klasse spielen, die darauf abgezielt ist, dass man nur auf den Boden ballern muss, damit der voll den mega Schaden macht. So. Das ist zum Kotzen einfach. Das ist einfach zum Kotzen. Deshalb frage ich mich auch jedes Mal ab, wenn ich in so einem Pfosten gekillt werde, so einem No-Skiller, wisst ihr? Das ist der einfache Grund, warum ich mich immer so abfacke darüber dann. Weil ich es hasse, von jemandem gekillt zu werden, der schlechter ist wie einer, wie ich selber. Und ey, ich bin kein schlechter Spieler, das wisst ihr alle. Ich bin kein so schlechter Spieler. Ich persönlich würde mich jetzt als relativ guten Spieler doch bezeichnen in dem Spiel. Ich bin nicht der Beste, es gibt immer einen noch Besseren. Das ist eine Lebensweisheit, die sollte man sich auf jeden Fall merken. Es gibt immer einen, der noch besser ist, aber... Nee, außer man ist Weltmeister. Dann nicht, dann bist du der Beste. Nein, ihr wisst, was ich sagen will. Es ist einfach... Ich kann es nicht leiden, wenn ich von jemandem gekillt werde, der einfach sau schlecht ist. Oder der einfach schlechter ist wie ich. Und Leute, die diese Klasse spielen, sind in meinen Augen einfach schlechter wie ich. Weil die es nicht drauf haben, weil die nicht spielen können, in meinen Augen. Das ist wie, als wenn du mit einer Pistole gegen jemanden spielst, der einen Raketenwerfer in der Hand hat. Das ist genau dasselbe. So, es ist klar, dass der Raketenwerfer voll den Schaden macht, weil er halt eine riesen Explosion mit sich bringt. Und du mit deiner kleinen Pistole kannst dagegen gar nichts tun, weil er so eine riesen Explosion mit sich bringt, der Kollege. Das ist quasi genau dasselbe Prinzip im Endeffekt. Das ist im Endeffekt genau dasselbe Prinzip. Ich schieße einfach mal ein paar Raketen jetzt hinten hin, weil ich das kann. Oh, siehst du. Hast getroffen. Ich hab meinen Soll erfüllt auf jeden Fall. Oh nice. Damit haben wir mal eben den Garten eingenommen. So muss das. Jetzt mal diesen Heini da weghauen. Das kann aber nicht wahr sein. Das ist so ein Pfosten, der noch am Leben ist. Das gibt's ja wohl nicht. So, wir jumpen einmal hier hoch. Oh, da kommt man gar nicht von da aus hoch. Das habe ich noch nie gemacht, muss ich zugeben, ne? Naja, gut. Was soll's. Haben wir den Sprung halt vergeigt. Sind da jetzt noch welche? Ich kontrolliere das mal lieber richtig, bevor ich da jetzt nachher von hinten getötet werde, aber nö, hier ist keiner. Alles klar. Wow, Mann. Parkour. Von da nach da gesprungen. Parkour, Mensch. Ja, ja. Soll ich da oben noch gucken? Ah, ich glaube, da oben wird wohl keiner mehr sein. Ich denke mal, die dürften alle tot sein. Die guten Pflanzen. So. Das heißt, ja, Endspiel ist angesagt. Wir müssen Bomben platzieren. Ich bin immer gespannt auf die Endspiele im zweiten Teil. Ein Spiel kenne ich schon. Das ist das mit diesen Bällen auf dieser Mondbasis. Da hast du mehrere Bälle auf dem Feld.
musst dir ungefähr so ein Feld wie hier vorstellen, ein ganz großes. Wollt immer in der Mitte so, ja, wollt auch so Hindernisse sind. Und du hast dann halt mehrere Bälle, die du aber ganz leicht anschieben kannst, wie so ein Item hier. Die kannst du dann so ganz leicht anschieben, wie das hier. Du musst halt dann versuchen, das Ding in das dafür gesehene Loch von dir oder also von deinem Team zu drücken. Guck mal, wie man sieht, das geht relativ gut eigentlich. Sehr gut. Hab ich den mal gekillt, den Kollegen. Und den auch. Haha, Junge. So leicht kann das gehen. Ah, schade, er ist nicht ganz getroffen, wie ich wollte, aber er ist zumindest gut gelandet auf jeden Fall. Ne, also das ist das Spiel, was ich schon kenne im zweiten Teil. Das wird relativ lustig, glaube ich. Mal gucken, wie das so wird. Aber ich denke mal, das wird wirklich relativ lustig, das Ganze. Warum war mir das klar, dass so ein Pfosten wie der da oben hängt? Warum war mir das von vornherein klar? Das war mir sowas von klar. Wieso schießt du nicht? Na gut, selber schuld. Dann hat die Minen da weg. Hat jemand gekillt? Ich glaube nicht. Ja, ist schlecht, wenn man scheiße ist, ne? Dann nehmen wir ab, die ganzen Kollegen. Fünf Life nur noch. Schlecht. Ah, schade. Ja, ich habe mir viel Leben gehabt, was jetzt zu machen. Ist klar, dass du da schnell stirbst. Aber hey, wir haben zumindest schon mal drei platziert. Der letzte wird ja immer schwer, wie jeder weiß. Das ist immer das Allerschwierigste, weil wahrscheinlich der letzte wieder hinten einer ist, wo die Leute direkt rauskommen. Da kannst du nicht so gut blocken halt, ne? Was halt cool ist, was man mal machen müsste mit mehreren Leuten, das müssen wir mal im Stream versuchen. Einfach mal alle All-Star spielen und einfach mal vor den Eingang jede Menge Schilder stellen. Das ist bestimmt lustig. Das ist bestimmt lustig. Mir so klar, ne? So ein Pfosten, Junge. Verpiss dich, Alter. Verreck in der Hölle. Jetzt hier mal. Und geschafft. Ja, yeah, Mann. So macht man's. Da kommt noch eine Bohne. Bam, 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 bam. Aber ich glaube, man sieht mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Und wir machen mal gerade ganz kurz hier irgendwas. Ah doch, da bin ich ja noch. Yeah! Wow, zack, die Boffe ein bisschen rumgeschmissen. Ja, eine wunderschöne Runde, würde ich behaupten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, 19.060 Punkte. Ich würde sagen, das war eine ganz gute Runde, würde ich behaupten. Gucken, wie viele Kills haben wir denn hingekriegt? Ja, 37. Ich kann zufrieden sein, auf jeden Fall. Alter, der hat 21.000 hingekriegt. Really? Really? Nice, muss ich sagen. Hat er gut gemacht. Aber ich habe die höchste Serie geschafft. 20er Serie war die höchste. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.